Und das Tempo wird größer. Jetzt gehen sie da auf beiden Bahnen fast Schulter an Schulter. Zwei Runden sind es noch. Adia Budde, die die Führungsarbeit so ein bisschen zumindest übernehmen will, die da Ellbogen an Ellbogen mit Kira Weiß geht. Franziska Schuster noch direkt dahinter in Lauerstellung, genauso wie Linda Meyer, die deutsche Vizemeisterin vom letzten Jahr in der U20. Und Adia Budde scheint jetzt so ein bisschen das Heft hier in die Hand nehmen zu wollen. Kann sie sich denn absetzen oder bleibt der Rest des Spitzenfeldes da vorne dran? Auch Franziska Drechsler, die da noch einen sehr kontrollierten Eindruck macht. Jetzt müssen sie da ein bisschen außenrum. Kira Weiß, die nicht mehr mitgehen kann. Und die Glocke ist ertönt. Schlussrunde für dieses Quartett da vorne. Adia Budde, die jetzt auch noch mal ihre langen Schritte auspackt. Können die anderen da noch mitkommen? Linda Meyer geht an Position 2 vorbei an Franziska Drechsler. Die vierte der U18-EM hat hier gerade ein bisschen das Nachsehen. Und Adia Budde, die da auf der Linie zwischen den Bahnen 1 und 2 jetzt auf die Zielgerade einbiegt, wird deutsche Jugendmeisterin über die 3000 Meter. Die Vize-Europameisterin über 2000 Meter Hindernis gewinnt die 3000 Meter vor Linda Meyer vom LAC Passau. Und